Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Koch Let's Play. Jo, ich bin mit einem neuen Charakter, einem easieren Bild zum Weitermachen da. Ich hatte ein Riesenproblem und das sind einfach die vielen Bogenschützen und Feuergeschossadler-Typen. Die machen so verdammt viel Schaden im Nahkampf. Also wenn man einfach zu nahe kommt und so, wenn alle treffen. Das ist unglaublich mit dem anderen Bild. Der leider irgendwie nicht so tanky wird. Genug früh habe ich einfach nicht weiterspielen können. Ich habe es ja im letzten Part, wo noch mit ihm war, ja auch so ein bisschen angesprochen. Man bekommt einfach zu viel Schaden über. Da muss das Balancing wieder ein bisschen besser gemacht werden. Gut. Ich habe ein Bild, der geht da mit diesem Blitzexplosion. Kettenblitz sozusagen. Vor allem auf Mehrfachcast und hier auch ja, ein bisschen mehr Damage. Und das wird geprockt von dem Frost, also Frostwand, Frostwall auf Englisch. Hier zum Beispiel, also hier. Und hier auch, wenn die Gegner durchlaufen und da unten dann bewegen. Und der Skin hier, also der Elektroskin, Skin-Dinge. Ja, die Umwandlung, die sieht mega geil aus, die zeige ich gleich. Die Feuer interessiert mich dann auch mal kurz, könnten wir auch mal noch umskillen später. Und Meteor wird dann geprockt von Schwarzes Loch. Das muss ich dann draußen zeigen. Und mit Schwarzem Loch... Oder ist es... Mit einem anderen Skill... Ah, hier auch beim Rostwand. Wird man noch dieses Feuerschild... Flammenschutz, genau, noch procken. Also es ist ein automatisierter Bild. Also man muss schon ein paar Tasten drücken, aber ihr seht es nachher, es werden so viele Kettenblitze, also diese Blitzexplosionen, ja, geschossen. Das sieht unglaublich geil aus. So, und Schwarzes Loch, ah, da ist gar nicht gefunden, erstmal. Procken wir hier zum Beispiel, ja, machen wir mehr Löcher. Also man könnte zum Beispiel auch noch genau dieses, wie heißt es auf Deutsch? Also man macht einfach auch Elektro- und Eisschaden dazu, aber wo ist denn das? Ist es hier oben? Ah, ich will spielen. Hier oben. Ja, dann schaue ich sonst. Ah, hier, Meteore, ganz, ganz links am Ende. Okay, die Meteore werden also auch automatisch geprockt. Und ihr seht es, also es ist eigentlich ein Eiswall, es hat so Eisberg auf der Seite. Und dieses Tor ist relativ eisförmig, so ein Kristall. Und Feuer wird wahrscheinlich irgendwie so ein Brand sein oder so. Und jetzt momentan kommen drei Meteore runter. Und das kann ich natürlich noch umbauen auf 5 wahrscheinlich. Das ist einfach ziemlich heftig. Also, wenn ich jetzt aussuchen könnte, was will ich für ein Bild jetzt benutzen, um andere Builds, die Items intensiver sind, zu spielen, oder? In einem Let's Play hat man einfach nicht so viel Zeit. Vor allem, wenn ich in Sacred 2 auch so mega viel farmen muss. Da habe ich viel gefarmt. In letzter Zeit, ich habe mich einfach zu schlecht gefühlt. Ich habe nicht gut reden können. Ich habe nämlich eine Grippe angefangen und habe währenddessen einfach nicht aufgenommen. Aber hatte noch genügend Aufnahmen im in der Hinterhand. Jo. Und genau, jetzt, ja, seit heute Mittag ungefähr, ist meine Stimme wieder besser geworden. Habe eine Aufnahme noch gemacht, bin damals, ja, an diesen, nein, nicht mit diesen Bossen nachher gestorben. Und habe mir gedacht, ja, jetzt muss ein neuer Bild her. Das geht einfach nicht, wenn man so extremst schwach. Also nicht extrem schwach, man hat schon gut Schaden gemacht, aber nichts ausgehalten hat. Weil man immer im Nahkampf sein musste, wegen diesem Dornenschädel, wie es heißt. Ja. Stach? Nein, nein, nein. Der Dornenschädel, Deutsch. Kann alles sein. Die deutsche Übersetzung ist ja erst sehr kurz. So. Und ich bin natürlich wieder sehr motiviert weiter zu spielen. Ich bin wieder schon hardcore-süchtig. Das könnt ihr wahrscheinlich
auch sehen. Aber es muss der richtige Bild sein. Er darf mir nicht zu anspruchsvoll sein. So mit Ausweichen ständig. Also Nahkampfbilds gehen schon ab und zu. Ach, die Gegner sind nicht balanciert auf. Ja, so richtig tanky sein. Außer vielleicht ein Sentinel-Paladin-Bild oder so. Es wird vielleicht gehen gut, also mit den Blockchancen. Oder mit dem Ausweichen. Es gibt übrigens noch einen super guten Marksman, also das ist der Scharfschütze oder so. Der hat mit Shadows jetzt viel mehr, also Unix und so, die habe ich gar noch nicht, aber so einen könnten wir machen. Und ein anderer ist ein Zombie, wie heißt das? Rennende, rasende Zombie-Skill. Auch ein sehr toller Bild. Die zwei würde ich vielleicht noch machen, aber eben, man sollte nicht allzu viel anfangen. Ich bin halt auch einer, der wirklich auch Builds ausprobiert ist. Aber gerne sieht, wenn es einfach ein anderer Spielstil ist. Ich bin ja schon so verwöhnt. Ich habe in Diablo 2 auch immer Builds gemacht, die überhaupt nicht funktioniert haben. Aber einfach nur zum Austesten, wie es sich so spielt. Und ja, in Diablo 2 gingen eigentlich immer sehr viele Builds. Aber sie waren meistens wegen den Items oder so nicht gut spielbar. Man hat sie einfach nicht gefunden. Man brauchte zum Beispiel Tyrells Schutz oder wie sie heißt. Oder Enigma sehr viel. Und ich hatte, glaube ich, kaum Enigmas. Die waren mit der Bär- und Easter-Rune schon ziemlich anspruchsvoll, oder? Ohne Handeln. Aber irgendwie bin ich eben der, der eigentlich nie handelt. Weiß auch nicht wieso. Ich mag es einfach nicht zu handeln. Ich finde es langweilig. Ich finde die Herausforderung dann einfach nicht mehr so toll. Und jo, jetzt in diesem Spiel wird ja auch nicht so viel gehandelt. Das ist noch gut. Und es ist auch öfters ein bisschen gut am Finden, oder? Also man kann bestimmte Unix und Sets gut finden. Wenn man am richtigen Ort auch ja, sucht, oder? Und das kann man meistens nur, wenn man wirklich ein gutes Bild hat, wo schon ja, Corruption, Monolithen farmen kann. Und das ist einfach das nächste Problem, oder? Als Let's Player hast du einfach die Items noch nie. Du kannst gar nicht so lange spielen wie andere. Ich bin ja sowieso auch noch sehr viel Sportler und das merkt man schon. Für mich ist es tausendmal schwieriger. Also einen, der wirklich auch das Spiel ja, farmt und mit Freunden spielt vielleicht auch. Es ist aber irgendwie gar nicht beliebt, weil irgendwie wird es nicht geshared. Also man bekommt als zweite Spieler gar nicht den Fortschritt über oder so. Stimmt das? Also ich habe es eben noch nie getestet. Die sind saustark manchmal. Manchmal haben sie so einen Dot, einen Eis-Dot, der unglaublich viel Schaden macht. Und deshalb bin ich auch hier nicht mehr deathless. Ja. Also die müssen wir noch ein bisschen aufsparen, weil die Items sind auch nicht stark genügend, dass sie sich lohnen. Es ist einfach überspringen, bis sie wirklich Monolithen bauen. So, ich muss irgendwie Aegis, Storm Aegis, Deutsch wahrscheinlich Sturm Aegis oder so etwas ähnlich, haben. Aber ich bekomme auch ein bisschen Chance von diesem ja, Blitzexplosionskill. Den muss ich aber noch zuerst. Ich will mal kurz nach oben. Ich suche nämlich diese Kisten. Und ich habe sie erst zweimal gefunden und habe sicher schon drei Charakter durch die Kampagne gebracht. Und in den Monolithen sind es dann andere Kisten. Also es ist nicht mehr so das Gleiche. Sie sind, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Ich hoffe es jedenfalls, dass sie besser sind. Aber ich kenne sie eben nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, oder sie wollen in der Kampagne wirklich gute Items anbieten, dass man das schon hat und sonst hat man dann die Legendaries und ja, die Exalted Items. Das ist cool. Ah, die schießen sogar mit so Feuerbällen drauf. Wow. Also den Akt 7 haben sie wirklich wunderbar gemacht. So, hier muss ich keinen Punkt investieren, ich muss hier weiter. Ein bisschen Blitzschaden, was ist das genau?
Ja, Blitzeinschlag plus 3% ist wahrscheinlich einfach Blitzschaden. Blitzschadenentzug ist wahrscheinlich einfach, dass wir weniger Blitzschaden bekommen. Dass irgendwie entzogen wird. Vielleicht behält mir auch Stärke dadurch. Weil Entzug heißt für mich irgendwie, ja, man bekommt den Schaden nicht über, aber dafür bekommen wir ihn auf den nächsten Spell oder so über. Kann sein. Aber die deutsche Übersetzung ist halt wirklich nicht gut. Also da muss man halt manchmal ein bisschen nachfragen. Es wird oft nachgefragt, weil der Chat auch nicht deaktivierbar ist. Also ihr könnt hier im Chat natürlich hier oben Disable Chat machen. Aber wenn ich jetzt das mache, dann ist immer noch alles gestanden und die Leute tun immer noch alles schreiben, oder? Also es funktioniert aber nicht. Ich bin froh, dass ich den Bild auch so gut stark schon habe. Ich muss jetzt aber noch kurz nachdenken. 45 oder so. Okay, noch zwei. Gut. Nehmen wir den Stab schon raus. Das ist alles voll. Trage immer mit seinen Aufräumkünsten. Weil er einfach keine Zeit hat, räumt er nicht auf. Da unten ist auch noch etwas. Ist das jetzt eine Kiste? Nein, das ist die gleiche. Oh, schade. Also ihr seht, die zwei Türme auf der Seite vom Frostmauer, die schießen eben diese Kugeln auch. Also es ist wirklich leider immer nur die Rune Prison. Die sind so übertrieben zäh und hauen immer ab, weil sie auf der Suche nach den Bösewichten sind. Sie wollen nicht bei mir bleiben. Sie wollen eben die andere Fraktion, also die, die zu mir böse sind, angreifen. Das ist dann immer so, ja, ich mag es einfach nicht. Der Kampf, der muss einfach stattfinden, wenn ihr genug stark seid. Und jetzt meistens so mit Blitzexplosionen bin ich ja noch nicht so fest genügend stark. Muss dann immer wieder Mana holen, weil ich Meteore einsetze. Ich habe hier auch noch diesen Gürtel, der automatisch einsetzt, aber die Proc-Chance ist zu wenig. Das geht manchmal so 6-7 Sekunden, bis es endlich wieder ein Meteor wirft. Und für den Bild nicht. So. Ja, jetzt momentan habe ich irgendwie das Gefühl, es läuft viel besser auf YouTube. Ich weiß es jetzt nicht genau, an was es liegt. Wahrscheinlich einfach auch die Interesse an den Spielen, die ich Let's Player. Ich habe ja öfters eigentlich nur Streaming-Aufzeichnungen hochgeladen und so, und dann sind die Abonnenten sogar ein bisschen zurückgegangen, weil die Leute einfach nicht Streaming-Aufzeichnungen sehen wollen. Ich werde wahrscheinlich auch keine Streaming-Aufzeichnungen mehr hochladen auf diesem Kanal, vielleicht auf meinem Zweitkanal. Aber das ist halt immer schwer. Es ist halt, ja, die Leute machen immer etwas vor, weil sie natürlich auch sehr viel Ruhm und sehr viel Geld arbeiten wollen, machen dann zu viel Werbung oder mehrere Kanäle. Sind dann irgendwie auf Twitch plötzlich besser, weil sie auf YouTube schon viele Leute bekommen. Und ja, bei mir reicht einfach die Zeit nicht und so weiter. Es ist gerade momentan recht viel Temperatur. Wow. Nur wegen dieser Zwischensequenz gerade sehr viel Temperatur. Ich hoffe einfach, das crasht nicht wieder. Aber so langsam habe ich es gefixt. Das ist wirklich einfach mein Lüfter schuldet mich. Ich muss jemand finden, der mir einen anderen Lüfter einbaut, weil das kann ich alleine wahrscheinlich nicht. Ich bin echt nicht gut im Handwerk, also im technischen Sinn. Oder wirklich ein komplett neuer Super PC kaufen von einem guten Anbieter. Weiß nicht, alternate.de ist einfach für uns Schweizer teurer. Auch so Digitech oder so in der Schweiz, es geht nicht. Es ist zu wenig professionelles Gaming dort. Und Steak ist ja kaputt gegangen. Die haben zwar gut gemacht, aber die haben nicht alles gemacht. Also sie haben sich sehr begrenzt gehalten. Ist ja klar, wenn man nicht genau das macht, den Job macht, dann kann man ja auch nicht die Sachen machen, die Gamer halt wirklich brauchen. Ja, jetzt hoffe ich einfach. Ich würde mir auch vorstellen, irgendwie so Alienware oder so. Oder doch nochmal ein HP alle Packard.
Aber die haben dann einfach nicht das, so gute Technik-Umbau-Sachen. Kein Platz für eine zweite Grafikkarte, die man unbedingt für Streaming eigentlich nutzen muss. Und so Sachen. Ja, ich bin jetzt in nächster Zeit doch vielleicht ein bisschen abwesender noch. Und sobald es mir wirklich gut geht, also sobald meine Grippe momentan weg ist und meine Nervenkrankheit nicht mehr so viel Probleme macht, tue ich anfangen wieder zu livestreamen. Genau hier unten. Hier muss ich auch irgendwo noch einen Punkt setzen. Ich muss einfach hier rüber zum Flammenschild. Kostet mir noch zu viel Mal. Was dort runter müssen wir. Erst am Schluss dann hier. Man ist ja relativ schnell dann auf Level 20 beim Skill. Vor allem beim ersten Skill, den ich genutzt habe. Okay. Und oh, da bin ich so angenehm zu spielen. Ich hatte immer so das Gefühl, ja, mit dem Knopfdrücken, mit dem Denken, mit dem Eigenvergleichen und so, habe ich dann noch 30 Minuten einfach eine Pause nötig gehabt. Das ist einfach die Nervenkrankheit, oder? So, als würdet ihr so viel denken und es einfach nicht mehr wegbekommen, oder, im Kopf. Und das sind einfach die Gefühle, die die Nerven aussenden, oder? Die Schmerzrezeptoren. Also jede Anstrengung ist eigentlich auch ein Schmerz. Also die Nerven sind dann angespannt, aber bei den Leuten, die nicht diese Krankheit haben, geht es dann einfach sofort wieder weg. Oder nach einiger Zeit wenigstens, aber bei mir staut sich das manchmal und dann mache ich wirklich fast schon zu viel für mich als Kranker. Aber will es ja machen, ich will ja unbedingt auch irgendwie spaßig haben. Ich habe wirklich, ich bin so verwöhnt. Ich habe eigentlich kaum Spaß, wenn ich es nicht für euch mache. Ich merke natürlich, es wird nicht gerade so viel geschaut. Also vielleicht ihr, aber also, ihr müsst ja ein bisschen mehr schauen, dass ihr das überhaupt jetzt mithören könnt oder so. Aber YouTube ist für mich einfach ein bisschen zu kurzweilig. Und Twitch ist irgendwie wie zu fest abhängig, was man macht. Also da muss man wirklich einen Server haben. Einen eigenen Server irgendwo. Und ich habe jetzt einfach noch nicht so den Lukas erreichen können, mein Techniker, also mein ja, Server-Ersteller von GTA Roleplay. Wenn das startet und wenn ich ein bisschen mehr Geld investieren kann für einen zweiten Server, mache ich noch einen Minecraft-Server und das halte ich dann ein bisschen einige Zeit lang. Dass ich einfach auch die Interessen bekomme. Für ein Last Epoch, da reicht halt eine Aufnahme pro Tag, wenn ich es gut kann, oder? Und sonst kommen zwischendurch halt weniger und ja, vielleicht auch andere Projekte. Das eine wird ja noch Minecraft kreativ bauen und Rollen spielen dann. Vielleicht nutze ich die Map dann auf dem Server. Ich freue mich riesig auf den neuen Patch dort in Minecraft, weil es dann Vasen gibt, wo man Sachen reinlegen kann. Für, ja, so zum Beispiel Dungeons oder so zu bauen und Belohnungen für die Leute dann reinzustecken. Ist wirklich ein tolles Feature. Ich hoffe einfach, dass es ja, dann auch möglich ist, wirklich so ein bisschen Last Epoch oder so nachzubauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es fehlen aber noch viele Sachen. Also da müssen vielleicht Datapacks her oder so. So viel Unterstützung habe ich halt auch noch nicht bekommen von irgendwelchen Datapacks erstellen oder so. Aber dafür eben geht ja Roleplay und da bin ich natürlich riesig dankbar. Auf Lukas vor allem. Und vielleicht, jo, geht es dann natürlich mit Last Epoch auch sehr viel besser. Aber mich freut, dass Sacred 2 so gut ankommt. Das ist so ein ja, beliebtes ja, Projekt, oder? Weil es eigentlich kaum jemand macht. Ich habe gesehen, ein paar tun schon noch Let's Play in das Spiel. Aber es ist wirklich fast in Vergessenheit geraten. Ich
muss fast nicht mehr Meteor einsetzen. Also ich setze jetzt nur Meteor ein, wenn wirklich die Gegner sehr zäh sind oder was. Aber Meteor hat ab Level 20 ungefähr unglaublich gute Dienste geleistet. Das ging aber einige Zeit, bis das gut nutzbar wurde. Es hat eigentlich immer das komplette Mana einfach aufgebraucht. Es ist ein bisschen schleppend gewesen. Und Blitzexplosion war anfangs mega schlecht. Ich habe eigentlich meistens ja diesen Zepter verwendet mit dem Spreading Fire, verbreitendes Feuer oder so. Und das war halt langsam. Wie ist das jetzt eigentlich mit diesem... Haben wir es gar noch nicht geskillt? Doch, wir haben es geskillt. Aha, einfach doppelt verwenden. Ja, wir haben jetzt einfach noch zu wenig zähe Gegner. Später wird das wahrscheinlich sehr viel Nutzen haben, dass das... also du kannst es einmal und du kannst es nochmal und es wird verschoben. Und ohne diesen Punkt wird es einfach aufgelöst. Also es ist für so Umplatzieren natürlich viel besser. Aber genau, was es jetzt vorher gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Also... Wie hat es jetzt vorher ohne den Skill gemacht? Ist es einfach weggegangen und dann später einfach gecastet worden? Oder es hat diese Zeit länger gebraucht zum Casten? Kann sein. Das ist ja eigentlich das genau gleiche, oder lese ich das nur falsch? Es tut halt einfach Mana regenerieren, wenn ich so mehrfach cast. Und das ist natürlich sehr wichtig für den Meteor. Der Meteor wird ja auch geblockt von diesem Frostmauer. Nein? Nein? Okay, ist genau. Jetzt dran. Ich finde irgendwie den Itemfeder viel besser, wenn du wirklich auch gelbe Items mehr hast. Wie lange das jetzt wieder gedauert hat? Wenn das kürzer gedauert hätte, ich hätte wahrscheinlich nochmals die zwei Bosse besiegen müssen. Okay, wir sind ganz hier irgendwie fast in der Kiste drin. Sehr schön. Was haben wir denn für Zeit? Wir haben noch genügend Zeit. Und bitte ohne Absturz. Ich darf es nicht sagen. Es ist einfach... Irgendwann mal tut das Spiel plötzlich 200, 300 Mal so viel Leistung verschwenden. Also, ja, die Hitze einfach machen. Die Engine ist ja... die Unity Engine und die haben ja vor... zwei Monaten doch riesige Probleme gehabt mit den Finanzen, mit der Bezahlung, glaube ich, oder so. Ich habe es gar nicht gut mitbekommen, ich habe es nur mal kurz gehört und ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht etwas Falsches, aber ich habe die Engine selber ja auch gelernt und ich fand sie damals schon nicht gut. Es gab einfach viel besser. Könnt ihr vorstellen, wenn man jetzt ein Hack and Slay programmiert, braucht man einfach diese Leistung, diese CPU Verschwächung, wie heißt das einfach? Ja. Okay, ich habe keine Items mehr. Wo sind meine Items? So, Probleme waren ja immer bei der Unreal Engine früher. Wo sind meine Items hin? Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen überfordert. Kann ich mir so gut denken. Das ist ein Bug. Also die Items sind dort, aber die sind nicht sichtbar. Ja. Ja. Teilweise sind sie noch da. Der Gürtel fehlt. Hä? Ist der Gürtel? Jetzt ist es in der Hand. Lol. Okay, gut. Haben wir mal übersehen. So, ja, das Spiel muss endlich mal fertig werden. Nichts mehr Neues einbauen, sondern alles mal fixen. Es ist halt schon merkbar. Also
gibt manchmal auch mit diesem Skill Blitzexplosion, man schießt einfach irgendwo in die Luft. Also es ist in Akt 6 an einem Gebiet so gewesen. Okay, jetzt habe ich einen Crash. Dankeschön, liebes Spiel. Typisch. Ja, es hat sich so ein bisschen angekündigt, dass es crashen wird. Es ist so langsam gelaufen mit dem Item ansehen. Okay. Aber jetzt crasht er nicht mehr, gell? Und nicht mehr so langsam starten. Ich weiß nicht, ich habe halt natürlich alles wieder auf gute Einstellungen. Muss doch ein bisschen, also nicht alles ultra machen, sondern sehr schön. Oder sehr gut heißt es, glaube ich. Naja. Wahrscheinlich eben eine zweite Grafikkarte ist schon nötig für so ein Spiel. Das halt nicht gerade so die Engine fleißig machbar hat, nicht fertig genug ist. Brauchst du einfach eine zweite. Wichtig. Genau hier muss man nie etwas holen, aber es ist trotzdem dort markiert. Genau. Hey ja. Und vielleicht Eingabe mit Betrete die Eishöhlen. Genau. Ich hoffe, ich langweile euch nicht, aber ja, das Spiel ist jetzt doch gerade ein bisschen kaputt gegangen durch den neuesten Snapshot oder so, durch den neuesten ja, Hotfix. Irgendwie habe ich das Gefühl, vor meiner Grippe, das war letzten Donnerstag, wo ich das bekommen habe, ja, und jetzt nach einer Woche ist sie wieder weg, es ist einfach irgendwie schlechter geworden. Es hat einfach viel mehr Probleme. So mit Anzeigefehlern und Balancing-Problemen und so. Aber ich glaube, der Hotfix hat nicht viel gemacht. Nur eben, dass der Chat nicht funktioniert, nicht richtig abstellbar ist. Dass einfach die Wartezeit zwischen den Portalen und beim Betreten unnötig lang ist oder dieser Leerlauf hat. Sonst, es macht so unglaublich viel Spaß. Ja, auch durch diese wunderschöne neue Eishöhle, die ist viel dunkler jetzt. Das ist sehr schön. Das ist unglaublich schön. Und dann kann man auch wirklich auch viel aus. Wir müssen ja immer bedenken, die Entwickler brauchen irgendwie länger. Okay, es crasht leider jetzt wahrscheinlich immer wieder. Ich beende die Aufnahme, gell? Ich schaue mir das nochmal besser an. Und ich hoffe, dass jetzt Minecraft nicht abstößt und geht hier Roleplay. Ja, hat noch nicht geantwortet. Ich habe nur geschrieben, dass er schon ein Headset das gemacht hat schon. Ich glaube, er ist auch mit der Arbeit sehr beschäftigt. Gut, also nächste Aufnahme, ja, kommt sicher nächsten Tag. Und ja, viel Spaß noch, gell? Tschüss!